Hat ein Bürger einen Anspruch auf Schutzimpfung nach den Regeln des Gesetzes und kann er diesen auch vor Gericht durchsetzen? Die Antwort dazu: ja und nein. Ja, er hat einen Anspruch und ja, theoretisch gibt es auch Regeln, wann dieser Anspruch bestehen soll. Die Durchsetzung vor Gericht funktioniert aber nicht so gut. Und das erklären wir jetzt anhand eines Beschlusses, der heute vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ergangen ist. Der hat nämlich eine entsprechende Beschwerde eines Impfberechtigten aus der zweiten Priorisierungsgruppe abgewiesen. Zugrunde lag folgender Fall und die folgende Überlegung. Ein Impfberechtigter aus Würzburg ist in der Prioritätsgruppe 2 als Diabetiker des ersten Grades mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf einen schweren Verlauf und damit Priorität 2 nach der Corona-Impfverordnung. Wir hatten argumentiert, dass er einen Anspruch habe auf Schutzimpfung, weil jeder einen Anspruch hat auf Impfung nach der Verordnung, sofern denn Impfstoff vorhanden ist. Die Verordnung sagt also jeder Anspruch, aber begrenzt auf Vorhandensein von Impfstoff, also nicht Kapazität, sondern Stoff ist das, was relevant ist. Und da stellten wir eben fest, dass gerade zu Zeiten, als AstraZeneca nicht für Ältere verwendet werden durfte, wahnsinnig viel Impfstoff übrig blieb, herumlag, der nicht verimpft werden konnte. Und wir sehen diese Lagerhaltung auch jetzt noch mit den steigenden Lieferzahlen, dass wir nicht hinterherkommen, die großen Mengen zu verimpfen. Und da war die Argumentation, wenn der Anspruch besteht und der Staat seine Kapazität nicht ausschöpft, dann muss man diesen Anspruch auch durchsetzen. Das ist eine Überlegung, die wir seit den 70er Jahren kennen aus der Rechtsprechung zu den Studienplätzen, wo man zwar Zugangsbeschränkungen hat und nicht jeder bekommt einen Studienplatz. Aber in dem Moment, wo der Staat seine Kapazitäten nicht ausschöpft, kann man einen Anspruch geltend machen und der Staat muss dann die übrig gebliebenen bzw. nachgewiesenen weiteren Kapazitäten nach einem sinnvollen Mechanismus verteilen. In dem Verfahren hatte zunächst einmal die erste Instanz den Antrag abgelehnt. Das war ein 123 VWGU-Antrag, also in einem beschleunigten Verfahren. Deswegen auch die Entscheidung innerhalb von einer Woche. Der Verwaltungsgerichtshof schien die Sache zunächst einmal differenzierter betrachten zu wollen. Er fragte nämlich beim Freistaat Bayern nach: Habt ihr denn schon die Priorität 2 eröffnet? Und wenn ja, habt ihr euch bei der Reihenfolge an die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und so weiter, gehalten? Daraufhin antwortete die Landesanwaltschaft nichts zu den Kriterien der Binnenpriorisierung, aus gutem Grund, weil die bayerischen Kriterien dabei nicht so ganz den ansonsten verbreiteten oder von Gesetz vorgesehenen Kriterien entsprach. Vor allem antwortete aber die Landesanwaltschaft, dass in Bayern in verschiedenen Landkreisen die Prioritätsgruppe 1 noch geimpft werde und deswegen die Prioritätsgruppen 2 und andere gar nicht zum Zug kommen dürfen. Und die Formulierung lautete an der Stelle: grundsätzlich könne niemand aus der Prioritätsgruppe 2 in Würzburg eine Impfung erhalten. Das war eigenartig, denn aus meinem eigenen Bekannten- und Familienkreis kenne ich Menschen, die aufgrund von beruflicher Indikation in Prioritätsgruppe 2 geimpft wurden. Nicht nebenher, nicht bei einem Impfteam, sondern aufgrund einer Terminvergabe mit der Software im Impfzentrum auf der Talavera. Und der Aufruf auf Twitter hier ergab auch, dass ganz viele Leute genau solche Impfungen auch erhalten hatten, und zwar im Impfzentrum. Das haben wir auch vorgelegt, auch mit eidesstattlichen Versicherungen. Und daraufhin hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wohl seine rechtliche Einschätzung verändert. Denn das Kriterium, wird jetzt Priorität 2 geimpft oder nicht, war auf einmal nicht mehr relevant. Und das ist gut für die Landesanwaltschaft oder das Gesundheitsamt, weil damit haben sie wohl keinen Prozessbetrug vollendet, weil der Vortrag, der vielleicht objektiv falsch ist, es sei denn, man würde das Wort grundsätzlich verstehen als eigentlich, aber eigentlich auch anders. An sich war dieser Vortrag falsch und es wäre interessant gewesen, wie die Verteilung in der Prioritätsgruppe 2 im Einzelnen aussieht. Der Verwaltungsgerichtshof hat aber gesagt, dass die Beschwerde deswegen abzuweisen, zurückzuweisen ist, weil es noch Menschen gibt, die in der ersten Prioritätsgruppe noch nicht geimpft sind. Also es heißt jetzt hier, weil es noch Menschen gibt, die noch kein Angebot bekommen haben, habe auch niemand aus den anderen Prioritätsgruppen einen Anspruch auf Impfung. Und das ist jetzt eine durchaus überraschende Einschätzung und stimmt auch nicht so richtig überein mit der Verfassungsgerichtseinschätzung zu Studienplätzen, aber Studienplätze sind ja auch nicht Impfungen. Es heißt also,
Der Staat muss niemanden impfen aus der Gruppe 2 oder 3 oder ohne Priorisierung, solange es nur irgendjemanden noch gibt, der noch kein Impfangebot aus der höheren Prioritätsgruppe erhalten hat. Und das unabhängig davon, ob genug Impfstoff oder Impfkapazitäten vorhanden wären. Das ist eigenartig, aber manchmal gibt es bei gerichtlichen Entscheidungen auch Erwägungen ganz pragmatischer Natur sind, wie beispielsweise, wo kämen wir denn dahin? Wo kämen wir denn dahin, wenn jetzt jeder sich seinen Impfanspruch vor Gericht einklagen würde? Wo kämen wir hin, wenn wir die Entscheidung der Staatsregierung gerichtlich überprüfen würden? Nun, das kann man jetzt nicht ohne Zynismus fragen, weil eigentlich ist es gerade Wesen des Rechtsstaates, dass diese Entscheidungen überprüft werden. Und zwar nicht nur politisch überprüft werden, sondern auch von Gerichten, dass der Staat sich also selbst der Prüfung der Gerichte stellt. Wir erleben in der Corona-Krise gerade immer wieder, dass Bürger sagen, aber es gibt doch Regeln, zum Beispiel die Notbremse oder bei Inzidenzwerten zu handeln. Warum kann man das nicht durchsetzen? Und tatsächlich ist es so, man scheitert häufig an dem subjektiven Anspruch des Einzelnen, um ein solches Recht geltend zu machen. Also es können Regeln geben, an die sollte sich theoretisch jemand halten, aber der einzelne Bürger kann das nicht einfordern. Bei Impfstoffen war das eigentlich anders, denn dort besteht ausnahmsweise ein subjektiver Anspruch eines jeden Bürgers, der in der Bundesrepublik Deutschland wohnt, gegenüber seinem Bundesland auf Impfstoff. Und deswegen war es durchaus angebracht, diesen Anspruch auch gerichtlich überprüft zu lassen. Gericht hatten ja auch keinen Zweifel, dass der Anspruch zunächst mal, dass der Antrag zulässig ist vor Gericht und dass der Anspruch dem Grunde nach auch tatsächlich besteht. Bloß die Einhaltung der Spielregeln dabei, die führen nicht dazu, so jedenfalls das Gericht, dass ein Anspruch dadurch entsteht, nur weil zum Beispiel in Bayern die Prioritätsgruppe 2 anders ausgelegt wird als in der Impfverordnung. Vielleicht ein paar Beispiele dazu. Beispielsweise, wenn man sich anmeldet bei Imco Software und man sagt, man ist Hausarzt oder arbeitet in einer hausärztlichen Praxis, dann wird man automatisch in Prioritätsgruppe 1 zugeordnet, obwohl die Impfverordnung Prioritätsgruppe 2 vorsehen würde. Jetzt kann man sagen, das ist auch gut begründet, hat irgendwelche nachvollziehbaren Annahmen, aber es ist natürlich eine Abweichung. Und der Bayerische Rundfunk hatte letzte Woche herausgefunden, dass der Algorithmus offensichtlich Ältere diskriminiert. Der Algorithmus, der die Impftermine auswählt, erzeugt ein Scoring, und zwar hat man quasi ein virtuelles Alter. Der 80-Jährige bekommt also einen Score von 80. Derjenige, der in der Gruppe 1 als Berufsträger jedoch qualifiziert ist, der bekommt 80 plus X. Und das X ist eine Zahl von 0 bis 20, die hinzuaddiert wird. Also kommt typischerweise irgendwas raus zwischen 80 und 100, in der Mitte also 90. Deshalb sind die Berufsträger priorisiert typischerweise gegenüber den Älteren. Das ist eigentlich nicht das, was die STIKO empfohlen hat, denn nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut sollen eigentlich die Älteren priorisiert geimpft werden, auch in der Gruppe 2, Prioritätsgruppe 2, also die 79-Jährigen, 70- bis 79-Jährigen. Auch dort wurden sogar einzelne Stufen gebildet, wo man gesagt hat, in Prio-Gruppe 2 kommen erst die 70- bis 79-Jährigen und danach erst die Leute mit einer beruflichen Indikation, wie zum Beispiel Polizisten im Demonstrationseinsatz oder Lehrer oder andere Berufsträger, die häufig mit Menschen in Kontakt treten. Kann man so machen, hat man aber anders gemacht. Das war wohl eine politische Entscheidung und es zeigt sich jetzt, dass ein Bürger aus einer Verletzung dieser Reihenfolge keine Ansprüche geltend machen kann. Man könnte es vielleicht nochmal ausprobieren, ob nicht der 79-Jährige auf Grundlage dieser rechtlichen Vorgaben einen besseren Anspruch haben müsste auf Durchsetzung seines Impfanspruches. Aber wir sehen schon, dass eigentlich der Wille der Justiz in Bayern nicht vorhanden ist, jetzt allzu sehr sich zu Wort zu melden. Denn dieses Verfahren war im Grunde genommen ein Angebot an die Justiz, sich da einzumischen in die Impfpraxis und der Staatsregierung zu sagen, wo es lang geht oder was in den Gesetzen drinsteht. Sie hätten es machen können, sie haben davon abgesehen. Insofern bleibt es bei einer politischen Entscheidung. Insofern geben wir die Sachen wieder an die Politiker zurück, die darüber entscheiden müssen, beispielsweise, lassen wir den Impfstoff liegen oder verimpfen wir ihn. Ich persönlich bin zwar davon überzeugt, dass es eine Rechtsverletzung ist, wenn wir Impfstoff liegen lassen, obwohl wir eine Pandemie haben und nach allen Regeln der Mathematik es nicht nötig ist, mehr Impfstoff liegen zu lassen,
als benötigt ist unter Berücksichtigung der Lieferungen. Vielleicht einen kleinen Exkurs dazu. Wenn man sich die Liefermengen für April ansieht, die angekündigt sind, und dann ausrechnet, wie viel Impfstoff brauchen wir im April für die Zweitimpfungen, dann stellen wir fest, dass 80% der Impfungen, der Lieferungen ausfallen könnten und wir hätten trotzdem noch genug Impfstoff, um die Zweitimpfungen sicher durchzuführen. Also selbst wenn wir sagen, wir müssen unbedingt sicherstellen, dass die Zweitimpfungen rechtzeitig erfolgen können, dann brauchen wir nicht mehr zurücklegen als den Bedarf für eine Woche. Auf jeden Fall nicht das, was wir momentan in Deutschland rumliegen haben, 3,3 Millionen. Auch nicht das, was der Bundesgesundheitsminister empfiehlt, nur ein Bruchteil davon. In Wirklichkeit sehen wir, dass manche Bundesländer viel, viel mehr zurücklegen. Abschreckendes Beispiel ist dabei Nordrhein-Westfalen. Die sollten ungefähr 100.000 Dosen für Zweitimpfungen zurücklegen, nach dem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums, also nach den Berechnungen, wie viel Differenz zwischen Erst- und Zweitimpfungen im Augenblick noch offen sind. Tatsächlich wird aber das Neunfache davon zurückgelegt. Ob das jetzt Berechnung ist, man könnte auf die Idee kommen, man hat vergessen, die Zweitimpfungen abzuziehen. Vielleicht könnte man es auch so erklären, dass man einerseits eine Reserve gebildet hat, die nicht angerührt wird, die im Schrank liegt, und eine weitere Reserve für das, was an Logistik unterwegs ist. Das könnten alles Überlegungen sein, aber es könnte vor allem auch sein, dass der, ich nenne es trotzdem jetzt mal Unsinn, den hier die Justiz auch ausführt, zum Tragen kommt, nämlich, dass wir erst dann anfangen, Menschen aus der zweiten Priorisierungsgruppe zu impfen, wenn der letzte aus der ersten Gruppe geimpft wurde. Das ist zwar gerecht, führt aber nicht unbedingt zu einer schnelleren Beendigung der Pandemie, denn nach den derzeitigen Berechnungen wären wir in der Lage, im April 15 Millionen Erstimpfungen durchzuführen, zuzüglich den 3 Millionen Zweitimpfungen, die fällig werden, und könnten auf diese Weise wirklich einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie betreiben. Ich bin gespannt, wie viel es dann wirklich werden, denn momentan sieht es aus, dass die Schere der offenen Impfstoffe immer größer wird. Ja, so viel dazu, die Möglichkeiten der Juristen einen Beitrag zu leisten. Es tut mir leid, ich hätte gerne eigentlich mit dieser Klage bewiesen, dass wir die Regeln der Impfverordnung aufgrund des dort vorhandenen subjektiven Anspruchs durchsetzen können. Die Justiz hat das nicht aufgegriffen, jedenfalls nicht hier. Man könnte es nochmal in einem anderen Bundesland versuchen, aber solche Prozesse sind natürlich auch mit ganz schön viel Kraftaufwand und Zeitaufwand verbunden in Eilverfahren. Und ich befürchte, das ist jetzt dann eine politische Entscheidung.